So, Treppenhaus sauber machen reicht jetzt erstmal. Ich werde jetzt was aufbauen, Agility-technisch, und mit der Jam weiter den Lap-Turn trainieren. Die Jamie, die bilde ich ja im Agility aus, meine junge Border Collie-Hündin. Und ja, bleib dran, lass dich überraschen, wie wir den Lap-Turn jetzt weiter trainieren. Oder mit welchem Gerät, besser gesagt. Ich hoffe, man hört mich, weil die spritzen hier gerade das Wohnhaus ab. Im Hochdruckreiniger, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit der Jam den Lap-Turn weiter üben. Und zwar diesmal mit einem geraden Tunnel. Am Ende des Tunnels habe ich noch einen Sprung stehen. Das ist natürlich kein Muss, aber steht jetzt da, dann nehme ich den gleich mit. Ich werde also mit Spielzeug arbeiten, den Ball hinter den Sprung legen und dann mit der Jam ein paar Schritte zurückgehen, also sie mit meiner Hand zurückführen und dann wieder nach vorne gehen, sie von mir wegdrehen, in den Tunnel schicken und dann über den Sprung. Das natürlich auch auf beiden Seiten, wenn ich sie links habe, und auch auf der rechten Seite. Also ich werde das jetzt mal ausprobieren und gucken, ob das auch klappt. Eine weitere Variante mit dem Hund den Lap-Turn zu üben und eben ein weiteres Gerät, das dazu kommt. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Lap-Turn-Training heute mit Jam. Morgen denke ich weiter mit der nächsten Trainingseinheit.